vier Tage gesessen. Gut, der Herr Doktor ist jetzt in Pension. Jetzt sage ich, gut, der muss nicht mehr kommen. Ja. Aber es ist das, was nachkommt. Ich sage einfach, ich habe den Eindruck, dass das persönliche Interesse nicht mehr so da ist. Und das spürt man. Ja? Ja. Und ich möchte nicht in ihrer Position sein, und ich möchte jetzt wirklich nicht über Hinterrücken Deppert reden, Verzeihung? In der Position sein, so, von Herrn Dr. Aristos, dass irgendwann einmal Ihnen zu Ohren kommt, was wirklich passiert gerade im südlichen Raum. Ja. Und das sollte man sich vielleicht anschauen, und ich habe lange überlegt, ob Ihnen das sage, aber da wird einfach sehr viel vernachlässigt, weil ich habe... wie der Dr. Hermelin auf Urlaub war, habe ich die Vertretung gemacht. Mhm. Und was ich dort gesehen habe, hat mir nicht gefallen. Jetzt sage ich, ich bin nicht einer, was gleich zum Chef rennt. Ja? Und sie sagen auch, solange das Werkel rennt, braucht man nichts sagen. Was habe ich gemacht, so wie Sie das vielleicht auch von mir erwarten? Ich habe ein vertrauliches Gespräch mit dem Dr. Hermelin angemeldet und gesagt, ich habe mir das zwei Wochen angeschaut. Ich weiß, ich bin nicht in Ihrer Position, Sie haben mehr Erfahrung als ich, Sie sind länger dabei, aber das und das ist passiert. Und ich brauche nicht glauben, dass einer, was vielleicht in Kärnten eine Maschine hat und wo ein schleißiger Techniker hingeht, dass der nicht vielleicht in Wien Verwandte hat und das nicht weiter erzählt. Das breitet sich aus eine Pest. Das und da glaube ich, da müssen wir wirklich ein bisschen schauen, dass in ganz Österreich, vom Service her, dass wir da ein bisschen gleichbleibend gute Leistung erzielen, weil es ist für die Firma einfach nicht gut, wenn man in Kärnten keine Maschinen mehr verkauft. Ja, das ist mir auch bewusst. Von dem her hab ich mir auch überlegt, wie wir es schaffen können, die Mitarbeiter mehr zu motivieren und auch mehr irgendwie sozusagen ins Boot kriegen, mehr unternehmerisch auch zu denken, mehr von unserer Seite her zu denken. Und ja, ist noch nicht ganz ausgereift, aber da wollte ich mit Ihnen auch diskutieren, so eine Art Mitarbeiterbeteiligungsmodell, dass man, wenn man auch auf einem, sagen wir, auf einem Bonuspunktesystem, dass wenn der Kunde schreibt, ja, der war besonders lieb und gut und hat mir geholfen, dass man ein Punktesystem kreiert, über das muss man reden, über die genaue Ausstattung, wann ich wie viel Punkte erzielen kann, dass ich dann beteiligt wäre und was nicht, entweder, ja, bei uns wird es schwierig sein mit Unternehmen, aber dass ich dann, was nicht, was wir halt haben, dass wir schauen, da kriegt er die Waschmaschine, wenn der Beste kriegt die CS70, die besten Preise in der CS70 haben, Jubiläumsausgabe, was weiß ich, dann vom 4. bis zum 10. Platz die VF50. Ist noch immer eine schöne Maschine. Ist eine schöne Maschine. Gibt es gar nichts. Nein, Dr. Aristos, das ist eine sehr gute Idee, weil das fällt mir gerade ein. Meine Tochter, die 19-Jährige, hat ja zu Weihnachten jetzt ein Handy gekriegt. Ja. Mhm. Und das ist auch ein System, was sie jetzt eingekriegt haben, da kauft man ein Handy und man kriegt fürs Telefonieren Punkte. Naja gut, natürlich telefoniert man dann mehr, weil man sagt, ich telefoniere und dann kriege ich für das immer einen Punkt. Ne? Und was ist denn mit dem Naja, dann, wenn man eine gewisse Punkteanzahl hat, kriegt man das nächste Handy billiger oder was. Ne? Das ist eine A-Hund. So ist es nicht. Nur, es funktioniert. Und das, was Sie jetzt gesagt haben, das Modell mit der Mitarbeitermotivation, das ist ja in einer guten Sache. Ja. Gut, beim Handy ist was anderes, das muss man schon sagen. Ja. Gut, ist eine andere Preisklasse als die Maschinen, muss ich sagen. Das also, was ich kriegen Sie ja schon geschenkt, die Handy. Ja, ist eine Anschaffung, ein Handy, um ein paar hundert Schilling, ein Tausender vielleicht, was man sich überlegen muss, eine Maschine, die kostet doch die 7-8000 Schilling, die bessere. Die bessere, natürlich. Muss man schon, muss man schon in Betracht ziehen, es hat nicht einen guten Gehalt. Ja, natürlich. Und das aber, muss man halt in der Leute, dafür haben sie da immer weniger Verständnis, dass, ja gut, aber ich sage immer, wer billig kauft, kauft teuer, ne? Weil die Maschine ist in 2-3 Jahren so überfällig, dass sie ganz eine neue wieder brauchen. Gut, aber die Hände schmeißen es da ja nach, ne? Ich weiß nicht, wie viel haben sie jetzt wieder hergeschenkt zu Weihnachten? 500.000 allein in Österreich. 500.000 Handy. Man kann man sich das vorstellen? Das ist ja Wahnsinn, bitte. Es ist ganz selbstverständlich schon, dass er jeder ein Handy hat. Ne? Ja, jetzt mittlerweile ist schon so. Jetzt hat aber jetzt nur mehr 500.000, da müssen ja ein paar schon mehrere haben, kommt mir vor. Ja, keine Leute, was wir haben. Keine Leute. Da hat einer ein privates Handy und dann hat er ein Firmenhandy. Gut, mir reicht. Gut, ich bin unterwegs.
ich brauche ein Handy. Aber wenn ich jetzt nicht im Außendienst war, muss ich sagen, ich weiß nicht, ob jemand es kaufen wird. Ich weiß nicht, wenn ich nicht im Dienst bin, bin ich eh, gut, mir hat das mit dem Pager hat mir auch gereicht eigentlich, weil wenn meine Frau was wollte, hat es mir auch gepatcht und ich habe es gleich zurückgeholfen. Ne? Ja. Es war nicht so was Dringendes ist. Ne? Und sonst, in der Firma haben wir einen Anrufbeantworter gehabt und gut, daheim ist eh immer wer, aber der Handy-Wahnsinn, da muss ich schon sagen, das ist jetzt wirklich, dem kann man sich eigentlich nicht mehr entziehen. Es gibt ja Leute, die haben kein festes Telefon mehr. Ne? Ich habe gerade jetzt, bevor ich her in die Runde gekommen bin, noch bei einem Freund angerufen, stimmt nicht, also stimmt die Nummer nicht, dann habe ich am Handy angerufen, habe ich es rausgesagt, du, erst deine Festnetznummer habe ich mir falsch aufgeschrieben, die funktioniert, nein, wir haben es gar nicht mehr. Ja, da hast du es wirklich angemeldet? Ja. Na gut, das ist ja Wahnsinn. Ja? Und so ist der Trend aber. Was macht er, wenn der Akku leer ist und er muss wieder anrufen auf die Kache? Was macht er, wenn der Akku leer ist? Wahrscheinlich nimmt er das von der Frau, ich meine, ich weiß nicht, oder passt er auf das, oder hat er, vielleicht hat er die neuen C20 Akkus, da wird es ja auch immer, gibt es auch immer. Was die Calcium-Akku? Das sind die Calcium, das sind die Calcium-Adapter-Akkus mit den zwei Fützköpfen. Das ist ja jetzt neu aus Japan, die haben es mit einem elektromagnetischen Feld gespeichert. Das heißt, die haben ungefähr die 125-fache Kapazität von den normalen europäischen bisher. Weil das einfach das ist letztlich auf einem Cerangitter aufgebaut, der Fützkopf. Und durch das kann die Strahlung so verdichtet werden, dass das einfach ein Vielfaches von der Kapazität hat. Gut, nein, das sind Krieg. Die Japaner sind Krieg. Ich habe mir letztens, gut, ich muss ja sagen, ich kann ja noch immer, ich muss ja alles aufmachen. Und jetzt habe ich mir, meine Frau hat auch ein Handy, und jetzt habe ich das alles mal angeschaut. Weil ja, gut, wenn man es jetzt vergleicht mit den Elektronik-Telefonen unserer Maschinen, ist was anderes. Aber es ist ja ein Wahnsinn, was da alles drin ist. Die Kasse auf dem Handy eine Festplatte, da kann sie sich 1000 Nummern speichern, ja? 1000 Nummern, ja? Gut, wo es da alles reingeht, dann hast du einen Kalender drinnen, ja? 1000 Nummern, aber wie das gesagt. Das ist ja für mich unvorstellbar, da kannst du kaum was aufschreiben in den Kalender, wenn der in ein Handy reingeht. Naja, das ist ja das, ne? Das ist kann ja immer Wahnsinn. So klar sein, da musst du wieder so einen kleinen Bleistift dazugeben. Naja, gut. Gut, jetzt haben wir sind fünf Leute in der Familie, also fünf Hände. Na, ist das notwendig? Aber alle Frage gleich Hände. Die Größere hat, wie gesagt, jetzt eins gekriegt mit 19. Jetzt haben wir Weihnachten gehabt, ne? Und die Kleinen haben natürlich auch, ich will auch eine Hände. Naja, was habe ich gesagt? Jetzt, ihr habt Spülsachen gekriegt, da geht es euch eingraben ein paar Jahre. Naja. Ich aber muss ehrlich muss sagen, die meinigen sind schon erwachsen, aber ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn die meinigen jetzt noch in der Schule waren. Ich glaube nicht, dass das... Ich frage mich, wofür braucht der 16-Jährige ein Handy? Die haben alle eins in der Klasse. Ich frage mich das. Die tun in der Schulstunde dann das SMS schicken. Ja, man gießt da sage ich jetzt meinem Buhmann alle aus dem Fenster, hupf, hupf, saus. Denke mal nach, bitte. Ja, wie oft habe ich diesen Satz schon gemacht? Mein Kleinerer, 12 Jahre alt. Nicht, dass der will ja nein, nicht ein Handy. Ne? Der will ein Handy haben. Der hat jetzt eins. Für was hat jetzt hört mal auf, mit 12 Jahren. Gut, na, der hat mit 12 Jahren aber nicht gewusst, dass es Mandel und Weiberl gibt. Ja, ein Handy mit 12. Ja, aber jetzt haben sie mir das, Herr Doktor, für was macht der? Oder haben sie ihm das geschenkt? Oder? Was? Ja, das weiß ja der Herr Doktor nicht. Nein, Herr Magister. Was? Nein, der 12, Ihr 12-jähriger Sohn. Haben Sie ihm das geschenkt? Er hat was zusammengespart. So hat er gesehen, dass die Schwester ein Handy hat. Und er hat ja was gespart gehabt. Er wollte sie eigentlich, einen CD-Spieler kaufen zum Mitnehmen. Mhm. Für zumindest Schule. Also nicht so ein CD, was er vom Internet aus tut, die ganzen Sachen. Ein Mini-Disc. Nein, ein Schwarzbrenner. Richtig. Wollte er sie kaufen. Und jetzt hat er gesagt, nein, jetzt kauft er sie ein Handy. Meine Schwester ans Wort. Naja. Na gut, wenn er es selber kauft. Sei Geld. Sei Geld. Und er hat ja, aber es kostet ja nichts. Es kostet ja nichts. Soll ich es ihm verbieten? Es kostet ja nichts, ne? Oder sie so ein Wertkarten-Handy kauft, naja, was soll ich denn machen? Er wird schon merken, was er hat davon, wenn er, außer einer großen Rechnung. Aber ich hab's ja nicht, aber weißt du, warum du ein Handy kaufst? Wir haben gesagt, weißt du warum? Nein, wieso? Weil du ein Trottel bist, nicht? Habe ich nicht jetzt so hart gesagt. Aber letztendlich, weil er einfach mitmachen muss. Er braucht es ja nicht. Er sieht seine Freunde in der Schule. Bei uns, wir haben immer Open House. Uns ist jeder Freund willkommen, er kann immer daheim telefonieren, die Freunde haben genauso daheim natürlich, das ist nur nicht so, dass die nur Handy haben und keine Festnummer mehr, also ich weiß nicht, für was er das braucht.
Ich weiß nicht, für was er das braucht, aber es ist halt so. Ne? Nein, das ist das Gleiche wie mit dem Rauchen letztlich. Ne? Na gut, Rauchen tun wir alle drei nicht, Gott sei Dank. Das ist auch das braucht auch keiner in Wirklichkeit. Ne? Ja. Zu was? Zum Krebs kriegen, frage ich mich. Weil ich sage, das ist eine Sucht. Ich sage, das Rauchen ist eine Sucht. Ja, aber das Telefonieren kommt mir auch schon so vor. Das ist eine ganze Epidemie. Ne? Ganz Österreich ist befallen. Ja, weil die Leute nicht nachdenken wollen. Ne? Das macht jeder alles, was der andere macht. Das denkt keiner nach, was brauche ich, was will ich, wofür mache ich das. Das macht jeder nur, was die Reklame sagt. Ne? Und die Nummern muss ich mir auch nicht mehr merken. Das ist alles drin in den Computerschip. Okay. Die Leute verlieren das Denken, sage ich. Das ist ja sowieso was, was wir, gut, das würden wir jetzt auch unterstützen, wenn wir das mit der Serviceurkunde machen. Aber mir kommt ja fast so vor, dass die Leute das so wollen, dass die ganze Menschheitsentwicklung in die Richtung geht, dass man aufhören muss zum Denken. Na gut, wo sind wir? Dann sind wir irgendwann einmal, sind wir Maschinen, wo uns die Maschinen sagen, jetzt muss das machen, jetzt muss das machen. Ich meine, wo sind wir denn? Ja. Ich habe damals, wie ich noch im Gymnasium war, wo ich gewesen bin, hat der Professor Baumgartner alle gesagt, Denken nicht verboten. Ja. Wir haben damals gelacht als Junge, aber er hat recht gehabt. Denken nicht verboten. So, dass wir vielleicht eine kleine Auflockerung auch haben, weil wir Waschmaschinen geredet haben, kleiner Waschmaschinenwitz vielleicht, wird eine weiße und eine braune Unterhose gemeinsam in einer Maschine gewaschen und sagt die weiße Unterhosen zur braunen, du, warst du auf Urlaub? Sagt die braune, nein, ich bin angeschissen. Nein, das ist gewiss, was der Vorfall ist. Der ist lieb, der ist wirklich lieb. Nein, das muss man sagen. Naja, ich will lachen, ich hätte der Doktor oft, denke ich mir wirklich, bei den Leuten, was kann man aus dem Solarium haben, da werden sie Gesicht schießen. Nein, aber das man muss sagen, ist ein Schmäh, aber oft denkt man sich auch. Er legt sie ein in den Sorg und glaubt, da kommen irgendwas mit UV-Strahlen dabei. Das ist auch so klar, wir müssen rausgeschissen, wenn man sich nicht... Ist jetzt so ein Witz, aber es hat eine Wahrheit bei sich auch irgendwo, ne? Nein, natürlich. Das sind die besten Gags, die was in echt sind auch, ne? Ja, nein. Die gefallen auch mir. Ich sage immer, die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Es ist ja so, ne? Ich glaube, das ist ja das, ne? Das war ja auch so lieb, was wir gesehen haben im Fernsehen, was gegeben hat, jetzt spielen das nicht mehr der Alf. Mhm. Ah, der Außerirdische, ja, das Viech. Hat Oliver gesagt, ich will in der Waschmaschine Hochschaubahn fahren. Hat er nicht dürfen. Das war lieb. Ich habe sie nicht lassen. Ja, das war lieb. Nein, ich habe ein herziges Leben. Liebe Idee, aber ich habe Oliver lachen müssen, weil ich gesagt habe, möchte in der Waschmaschine fahren. Bei meinen Kindern haben sie es auch gerne angeschaut. Ja, eigentlich. Das waren gute Geschichten. Ich meine, so eine Familie mit den zwei Kindern, was für Probleme haben. Und er, das Viecherl ist ein Außerirdischer, was sprechen kann. Vom Melmark ist er, ich hab mir das ja auch so ein Planet oder ich hab mir das angeschaut mit der Gattin, die schaut sich ja alles an, es läuft ja den ganzen Tag bei uns, die hieß, ne, ich habe mitgeschaut und gesagt, nein, es ist lieb eigentlich, es ist amerikanisch, aber sie haben es übersetzt auf Deutsch. Aha. Und kann man, gibt gute Gag dabei. Ach so, na, du schon her. Na ja, bitte. Was bei uns war, also, habe ich, was gesagt haben, ist die unglaublichsten Geschichten schreibt das Leben selber. Hat mir ein Außendienstmitarbeiter erzählt, dass in einer Wohnung, wo umgebaut worden ist, haben sie die Leitungen verwechselt und haben sozusagen die Starkstromleitung ausgeschlossen in die Garage und die normale E14 angeschlossen an die Waschmaschine, was natürlich...